Die Barlieber Grundschule im Sommersonnenschein, zum letzten Mal an diesem Ort Einschulung der zukünftigen ersten Klassen. Die Eltern haben alles gut vorbereitet und sitzen aufgeregt in der Aula, die bis auf den letzten Platz besetzt ist. Und das sind die Kinder der 1b, die sich schon lange auf ihren großen Tag gefreut haben, denn jetzt sind sie groß und Schulkinder. Es werden gefühlte tausende Fotos gemacht und die Kinder der dritten und vierten Klassen haben ein kleines Programm vorbereitet. Nach der Zeremonie geht es in den Klassenraum. Jede der ersten Klassen wird durch eine Lehrerin und eine pädagogische Hilfskraft betreut. In Barleben wurden 41 Kinder in zwei Klassen in die staatliche Grundschule eingeschult. Landesweit sind es 17.581. Doch das ist den Kindern hier ziemlich egal. Zu neu ist alles und zugleich furchtbar aufregend. Unterdessen haben sich die Eltern vor der Schule mit ihren Zuckertüten bewaffnet und warten auf die Gelegenheit, das erste Klassenfoto zu machen. Nach ein paar sortierenden Handgriffen steht das Bild und die Fotoapparate klicken, was das Zeug hält. Und dann endlich gibt es die Schultüten, auf die die ABC-Schützen schon so lange gewartet haben. Drücken wir allen die Daumen für eine tolle Zeit in der Schule, in der man so viel Neues lernen kann.